Nemački lovni terijer izvodi iz uzgoja, obuke, sve do svestrane upotrebe. To je film koji će vam pokazati sve oblike uzgoja i obuke nemačkog lovnog terijera u svim njegovim fazama po redosledu učenja. Prvi deo. Kroz ovaj deo ćemo videti da se od nemačkog lovnog terijera može napraviti izvanredan lovni pas svedo za sve vrste lova. Uzgoj. Ono što je najbitnije jeste da se u praksi sprovedu svi preduslovi koji su od izuzetnog značaja za period uzgoja. Uzgojni izbor. Na osnovu najviših standarda današnje rase uzimaju se dobri i zdravi psi za uzgoj. Parenje. Ovdje se mužjak približava kuji kroz igru i tako se približava jedno drugom da bi se ostvarilo parenje. Kod mlade i neiskusne kuje predigra je neophodna. Ovdje se radi o sedmogodišnjoj kuji koja je u 12. danu parenja, a u normalnim okolnostima kuja je polno zrela od 9. do 14. dana. Oba roditelja imaju ispit urođenih osobina i svetranu utakmicu, a potvrdili su se i u praktičnom lovu. Parenje traje od 5 do 20 minuta. Der Deckakt dauert in der Regel von 5 bis 20 Minuten. Die Hündin ist jetzt in der siebten Trächtigkeitswoche. In diesen letzten Wochen kuja je sada u sedmoj nedelji skotnosti. U toj posljednjoj nedelji kuja zahteva izuzetnu negu vlasnika. Uz opštu zaštitu, to je cepljenje kuje oko mjesec dana skotnosti, kuja mora dobiti dobru raznovrsnu ishranu i dosta kretanja. Kuja je sada
61 dan noseća. Ime je Ule. Ule ist jetzt 61 Tage trächtig. Ja, so. Ja, was ist denn? Was ist denn? Ja. Bleib mal liegen, ja. Bleib mal liegen. Ja, bleib liegen. Bleib liegen. Die Hündin weigert die Futterannahme. Kuja odbija hranu, što je dokaz da je dan štenjenja blizu. Kućica za štenjenje ne treba da je jako velika, zbog instinktivnog približavanja prirodnim uslovima. A razlog toga je što kuja prilikom štenjenja treba da ima oslonac za izbacivanje štenadi prilikom kočenja. Porođaj. Dieses soll bewirken, dass die Welpen besonders in den ersten zwei Tagen zusammengehalten werden. Flache Wurfkisten entsprechen keineswegs der natürlichen Eigenart. Die isolierte Wurfkiste soll Isolacija so geschaffen sein, dass sie in der kälteren Jahreszeit da telesnom temperaturom kuje bude toliko ugrejana, što će obezbediti optimalnu temperaturu prilikom kočenja. Ni u kom slučaju nije dozvoljeno dodatno zagrevanje. Kuja je upravo u fazi štenjenja i na svet je donela prvo kuče. Posle nekoliko grčenja okotila je i drugo. Nach einigen Presswehen wird gleich der zweite Welpe gesetzt. Die erfahrene Hündin befreit den Welpen aus der Eisele und nabelt kućiće posteljice sa kojom izlaze. Das anschließende Ablecken daljnim lizanjem i gurkanjem omogućava im pokretanje krvotoka i dovod vazduha kada štene počinje da živi. Posle jednog sata vidimo tri zdrava šteneta, a jedno već i sisa.
Nach einer Stunde sehen wir drei vitale Welpen. Erstaunlich, dass einer bereits die Milchquelle gefunden hat. Der Geburtsvorgang ist nach ca. 4 Stunden beendet. Процес штенјења је завршен после цирка 4 сата. И за то време је на свет донето 8 здравих и снажних кучића. Der Wurf ist ein Tag alt. Leglo je jedan dan staro i štenci imaju dovoljno mleka. Die Hündin hat reichlich Milch angelagert. In den ersten zwei bis drei Tagen. Najkasnije od trećeg dana života kučići se bore za sisu i u tom periodu će se izvršiti prirodna selekcija štenadi. Najslabiji štenci, koji nisu u stanju da se izbore za sisu, već stada zaostaju i obično propadaju. Ni pod kojim okolnostima ti kučići se ne smeju othranjivati na flašicu, jer su mnogo podložniji bolestima. Spätestens ab dem dritten Lebenstage werden die Welpen überwiegend von der Hündin nur noch im Sitzen gesäugt. Schwache Welpen, die jetzt nicht in der Lage sind, an die Zitzen zu gelangen, fallen ab. Eine natürliche Selektion ist die Folge. Unter keinen Umständen sollten kümmernde Welpen mit der Flasche großgezogen werden. Es sei denn, die Hündin ist erkrankt.
Nach dem vierten Lebenstage werden die Rute gut ein Drittel ihrer Länge gekürzt. Kupira za jednu trećinu. Vor Blutverlust prethodno se izmeri i podveže, a posle sečenja ostavi jedan sat tako kako bi se uhvatila krasta i štene što manje krvarilo. Nach rund 10 Tagen sind bei allen Welpen die Augen geöffnet. Posle desetak dana štenci su progledali. Mit dem 18. Lebenstage öffnet sich das Ohr. 18. dana života kućica se proširuje kako bi štenci počeli da izlaze napolje. Und das Verlassen der Wurfkiste muss den Welpen unbedingt ermöglicht werden. Ab der dritten Lebenswoche posle treće nedelje života počinje upoznavanje okoline, ljudi i drugih životinja. U to vreme sloboda kretanja je veoma važna. Mehrmals täglichen Umgang mit Personen der Familie und Gewöhnung an die Umwelt sind für das künftige Verhalten und die Dressurfähigkeit des Hundes von wesentlicher Bedeutung. Hier das Diagramm des Verhaltensforschers Hans Weidt. Pojednostavljeni diagram razvoja psa iskazan u proseku. Seine Erkenntnisse sollte sich jeder Züchter. Ovaj diagram je napravio gospodin Jansen i svaki odgajivač bi trebao da posjeduje svoj diagram. Pretpostavke u vezi razvoja čula, sluha, vida i mirisa.
Učenje kroz igru i upoznavanje okoline. Sticanje utisaka o stvarima, ljudima i drugim životinjama. Motorika pokreta, aportiranje, kidanje mesa i penjanje uz stepenice. Sticanje seksualnog iskustva. Sazrevanje organizma. Die Übersicht des Diagramms zeigt uns, dass die Dati diagram nam govori da su sa 8 nedelja života štenci savladali sve faze diagrama. Sva ostala iskustva zavisit će od odgajivača i obavljat će se u narednih 5 mjeseci. Und in den folgenden 5 Monaten durch den neuen Halter des Hundes bestimmt. Bilo bi poželjno da svaki odgajivač pročita knjige o uzgoju pasa. Od treće nedelje života štenci sisaju stojeći. Za materinsko mleko nema nikakve zamene. Da leg dich hin. Ja, ja, ja.
So ist gut. So. Igra sa ostalim psima je vrlo bitna za društveni život štenadi. Das Verhalten der älteren Zwingergenossen zeugt von ihrer guten Prägung im Welpenalter. Die Deutung der Spiele lassen sich in bekannter Lektüre nachlesen. Pasna fotografije Eiko von Kerenwald, a u prevodu deda je izvan ove igre i posmatra je samo. Nakon četvrte nedelje života može se početi davati kašasta hrana. Faza sticanja iskustava. U petoj nedelji života odgajivač ima optimalne uslove da započne sa fazom obuke. Gegen Spulwurmbefall schützt die rechtzeitige und regelmäßige Eingabe. Protiv parazita dobro je davati proverena sredstva. Zum dritten Mal. U ovoj starosti zum Schutze des Gesäuges der Hündin werden die Vorderkrallen treba izvršiti već treće čišćenje. U ovom periodu se seku i nokti prednjih nogu kako ne bi oštetili majku prilikom sisanja. Thank you.
Od šeste nedelje života neophodno je početi sa hranjenjem sirovim mesom, što nikako ne znači da će se i kasnije hraniti sa njim. Das vielgepriesene Fertigfutter ist, wie sichtbar, kein gleichwertiges Futter. Durchaus dürfen Welpen in diesem Alter. Već u ovoj starosti neophodno je obezbediti mrtvu lisicu, tvora i slično, kako bi štenci razvili instinkt, to jest miris za grabežljivce. Der siebten Woche ist die Ohrgröße für die Tätowierung geeignet. Od sedam nedelja starosti unutrašnji deo uha je dovoljno velik da se izvrši tetoviranje. Tetovira se prema pravilima. Prvo se utisne broj, a zatim sa zelenom pastom utrlja. Iskoristit ću moment. Levo na fotografiji je Kenneth Jansen, čovjek koji je radio ovu kasetu, ima odgajivačnicu Herenwald, a desno njegov brat Ginter Jansen, koji mu pomaže i ima odgajivačnicu Treningfigu. Opšte gledano, u osmoj nedelji života kući će se predaju novim vlasnicima, a odgajivač je obavezan da sva svoja najbolja iskustva prenese novim vlasnicima i upozna ih o svim što su dobili do odnošenja, misli se na vakcine, čišćenje od parazita, s polja i iznutra. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja.
ruhig auf euch. Ja, ja, das ist Kicken, ja, das ist fein. Na, lauter Mann, du hast deinen Hund ja schon ausgesucht, ne? Ach, mein Junge. Deinen Rüden ja schon letztens ausgesucht. Ja. Und du setzt dich ja für die Arbeit unter der Erde und über der Erde ein. Also willst du einen kleinen vielseitigen Gebrauch von haben. Hast du eine kleine Eigenjagd mit allen Wildarten. So viel ist das. Ah, den wolltest du nicht mit verjagen, Papa. Mal sehen. Sie sind viermal entwurmt. Ja. Einmal mit 9 Tagen. So was mit 3 Wochen. Dann mit 5 Wochen und einmal vor der Impfung, die Sofortschutzimpfung, die sie dann mit 6 Wochen gekriegt haben. Mhm. Du musst jetzt den 14. Tag nochmal wieder mit Van Mint entwurmen. Und die Impfung. Und dann wartest du 2-3 Tage und lässt die Vierfachimpfung geben. Was sie jetzt haben, ist der Sofortschutz. Gut. Und die Vierfachimpfung lässt du dann machen und dann in einigen Monaten darauf die Tollwutschutzimpfung. Sie sind klofrei. Ja. Siehst du, das Fell ist sauber. Da nimmst du ab und zu mal den Volvo-Stift. Blöde. Okay. Blöde. Dann die Hoden sind beide da. Ja. Siehst du, voll entwickelt. Hey. Oder sind beide gut sichtbar. Ja. Die Bossklauen sind hinten und vorne genommen worden, nicht da. Dann das Milchgebiss ist vollzählig. Und ein bisschen Sand dran. Und 6 Schneidezähne, wie es sein soll, und steht korrekt. Gut, das ist keine Garantie für später, aber zumindest darf ich schon vorliegen sagen. So, tätowiert sind sie jetzt von Schalthagen. Die Nummer einmal hier. 48.000 und im linken Ohr 147. Ist auch wieder näher ran. 40. Ja. Eine Farbe. Das wird auch auf Jahre hin vorhalten. Und der auch. Das. Ja. Auch 147. Prima. Okay. So, an Lektüre hast du sicher nicht alles da. Ich empfehle dir einmal die Lektüre von Wolfgang Bierwirth über den Jagdterrier. Sehr gut ist das kleine Büchlein aus der ehemaligen DDR von Focke und Masch. Mhm. Das ist ein Spitzenbuch, muss ich sagen. Und was nicht fehlen darf, ist das Buch von Dr. Tabel über die Abrichtung, was für alle Jagdhundrassen geeignet ist. Der Jagdgebrauchshund. Und was ich dir noch ganz besonders ans Herz legen möchte, hol dir mal ein Buch oder beide Bücher von den Verhaltensforschern von Trummler und vor allem von Hans Weiß, der Hund, mit dem wir leben. Der zeigt auch auf, was die wichtigsten Phasen sind. Wichtig ist jetzt, dass der Hund die ersten Wochen Familienanschluss hat. Er ist noch in der Prägungsphase, die sind abgeschlossen und dann kommen die weiteren Entwicklungsphasen, die mit 7 Monaten abgeschlossen sind. Was du in dieser Zeit tust, das kannst du nicht wieder gut machen. Also hier musst du viel dem Hund Umwelt widmen, mitnehmen ins Revier, früh lenken. Der Terrier braucht eine frühe Lenkung, er ist im Gegensatz zu den vorstehenden Hunden früh fertig, eine frühe Lenkung. Und wie gesagt, wenn du die Lektüren liest, und ich stehe auch gerne mit Rat und Tat zur Seite, dann kannst du auch nicht umgekommen, ne? Kommst du klar, habe ich gar keine Sorge. Und dann hast du auch die Freude. Mach dann einen kleinen Gebrauch und...
Ich denke, wir sehen uns im nächsten Jahr erstmal auf der Zuchtprüfung und dann im Herbst auf der Gebrauchsprüfung wieder. Ja. Das ist meines Erachtens ein schöner Hund, der im Pigment, im Haar wohl unserem Wunschziel entspringt und auch voll dem Standard unserer Rasse entspricht. Ja? Was ist er denn? Was ist er denn? Hey, 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 ja. Ja, so ist es. So ist es. Paula, hier. Der Kehlgriff, hier sichtbar, ist angefangen. Захват за грло је видљиво урођен. Das Schliefen erlernt der Junghund. Упознавање са рупом почиње још у фази младости, али обавезно уз одраслог пса. Za vreme toplog vremena štence treba voditi na močvarna područja radi upoznavanja sa vodom. Spielerisches Bringen kleiner Gegenstände im Welpenalter. Igračke i slični predmeti koje su štenci koristili dok su bili mali za igru, sada se koriste za aportiranje. Die rechtzeitige Gewöhnung an die Wohnung
ist unerlässlich. Pravovremeno privikavanje, navezivanje i povodac oko vrata su obavezni. Ebenfalls das öftere Kontaktliegen. Što češći kontakt sa vodičem i vlasnikom je od presudnog značaja. Das frühzeitige Tragen der Halsung und pravovremeno vođenje i obuka psa na povodniku ne ometa dresuru. Nach mehreren kleinen Futterschleppen posle mnogo vežbe kroz igru vodi se u trećem mjesecu na trag koji radi na dugačkom povodniku, ali bez aporta. Unter Verwendung von Federwild wird die Passapassion rechtzeitig gefördert. Divljači i igrom sa patkom. Auch ratsam ist die frühzeitige Mitnahme im PKW. Preporučuje se pravovremeno upoznavanje sa automobilom. Oh.
So, drei. Nach einer leichten Grunddressur. Posle lakših vežbi prelazi se na vijanje plena na udici. Für den jungen Terrier. Za mlade pse se radi trag od sveže goveđe krvi od cirka 100 metara dužine sa usput komadima mesa divljači. Die dreieinhalb Monate alte Hündin. Tri i po meseca stara kuja prati miris traga sa velikim interesom. U osnovi svaka vežba praćenja traga treba da se završi sa nečim što će je na kraj traga najviše oduševiti. Für das Einarbeiten auf der Fährte empfehle ich die Lektüre von Hans Lux. Ovdje će biti još jednom uvežbavano izvlačenje.
Дисциплине за испит уроджених особина. Смиреност са путњем, рад на трагу зеца, рад под земљом, водољубљивост, контакт са водичем, мирно реагување на пуцањ је основни услов за испит. Die tierschutzgerechte Schliefanlage. Rov treba da je smešten u prirodnim uslovima, to jest šumi. Für die Prüfung und die Arbeit im Naturbau eingearbeitet werden. Der Rundkessel mit dem beweglichen Rundkessel je mesto gde se susreću pas i lisica. Direkten Kontakt mit dem Raubwild ausschließt und über den durch Drücken des Hundes der Fuchs zum Sprengen gebracht werden soll. Der Nachweis der Härte kann nur noch bei der Arbeit im Naturbau nachgewiesen werden. Rad ovog psa je nagrađen najvećom ocenom. Dodir lisice sa prstom je nagrada i za lisicu. Thank you.
Die hohe Wasserfreude bei der Junghunde. Vodoljubivost je jednim delom kod mladih pasa urođena, a drugim stečena vežbom. Wir sehen zwei Hunde, die auf der Hasenspur. Mi gledamo dva psa u treningu na tragu zeca. Dobar nos i sledoglasnost čine uspešnog psa. Die Führigkeit beider Hunde ist ohne Beanstandung. Za predstojeći ispit ovi psi su pokazali dobre rezultate u treningu. Auf der anstehenden Zuchtprüfung werden diese Hunde ihre guten Anlagen beweisen werden. Für manchen passionierten Führer des deutschen Jagdterriers. Za passionirane odgajivače nemačkog lovnog terijera, kruna uspeha je što bolja priprema i provera pasa kroz ispit i svestranu utakmicu za korištenje u praktičnom lovu. Mišljenje je nekih stručnjaka da pas treba da radi dresuru sa jednom godinom starosti, što je po meni već prevaziđeno, a iz sljedećih primjera ćemo vidjeti da pas taj deo obuke počinje već sa 6 mjeseci i to vrlo uspješno. Priprema za svestranu upotrebu, radovi ispod i iznad zemlje. Aport. Kod mladih pasa potrebno je bitno manje prinudnog rada da bi se obavili zadaci. Za uspešno dresiranje pasa potrebno je čitav niz elemenata da pas savlada sam, ali isto tako i jako veliko strpljenje odgajivača. Ovi predmeti prevashodno služe za aportiranje. Izbor predmeta, a posebno divljači, što pernate, što dlakave, u toku rada odgajivač mora sam da osjeti i odredi. Diese Gegenstände bzw. das Wild müssen für die Apportierübungen zur Verfügung stehen. Die Mary ist 6 Monate alt. Mary je stara tačno 6 mjeseci. Apport. Aus. Abort.
Aus. Abort. Aus. Abort. Abort. Aus. Aus. Abort. Aus. Abort. Aus. So ist gut. Aus. So ist klar. Abort. Abort. Thank you.
Aus. Aus. Apart. Aus. Apart. Das Kommando auf Pfiff, Verharren im Sitz und das Ablegen verlaufen parallel zu den Apportierübungen. Uporedo sa radom aporta radi se komanda sedi i lezi. Apart. Aus. Sit. Los, brav. Los, brav. Sit. Sit. Ständige Auflockerungsphasen zwischen den Übungsteilen sind einzulegen. U osnovnom delu oko portiranja prošao je i 14. dan. Von 10 Minuten führen schneller zum Erfolg als eine einstündige tägliche Übung. So, hier, hier, komm. Komm. Sitz. Aus. Hier. Sitz. Seit Beginn des Erlernens der Grundbegriffe sind inzwischen 14 Tage vergangen. Aus.
Hier. Komm. Sitz. Sitzen. Rein. So. So. Drei. Aus. Thank you.
Auch wenn das Bringen über Hindernis kein Prüfungsfach ist, iako bacanje i donošenje divljači preko prepreka nije obavezno na samom ispitu, i to nije loše probati zbog kasnije upotrebe u praktičnom lovu. Rad u vodi. Bevor wir mit dem Hund in größere Gewässer arbeiten, pre nego što sa psom počnemo raditi na većoj površini vode, vežbe radimo na manjim barama. U svakom slučaju koristi se dugi povodac ili konopac kako bi psa u bilo kom neugodnom slučaju izvukli na obalu. Zur Aufbewahrung von Übungsbild für die jachtlose Zeit korištenje mrtve divljači za sve pokazane vežbe je neophodno i u nelovnom periodu zbog održavanja kontinuiteta. Za vežbu na velikoj površini vode razbacana su na pojedina mesta pored trske sveže ubijene patke. Thank you.
Kehre hier, Pott. Such Apott. Los, brav, hier. Komm hier, komm. Ach so. Rad u rovu i izvlačenje. Pošto smo završili sa aportiranjem, dolazimo u fazu rada pod zemljom sa izvlačenjem. Voran, Apport. 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 Ja, hier, Apport. Hier, Apport. Ah, so ist brav, so ist brav, so ist brav, so ist brav, so ist brav. So ist fein, so ist brav. Ei, 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 so ist fein, so ist brav. So ist brav, so ist brav, so.
Ei. Oh, ist fein. Ei. So ist das. Pretraživanje. Vežba se najbolje u kukuruzu i manjem grmlju. Podložljivost i vođenje na povodniku. Das Gehen frei bei Fuß ist nach der Prüfungsordnung keine Pflicht, sondern nur ein Wahlfach.
krvni trag. Auch wenn nach der Prüfungsordnung die Länge der Schweißfährte nur 400 Meter beträgt, iako je po pravilniku trag dug 400 metara, on može biti i duži. Hier wird eine Fährte von ca. 1000 Meter Länge mit mehreren rechtwinkligen Ovde se radi o jednom tragu od krvi govečeta dugom 1000 metara sa više krivina i manjim komadima mesa na svakoj težoj krivini. Die Hündin arbeitet die Fährte etwas heftig, kuja na slici sledi trag malo brže, ali vrlo uspešno. Nicht der Hund bestimmt das Tempo, tempo rada određuje vodič sa povodnikom. Potrebno je otprilike oko 30 tragova kako bi pas stekao sigurno. Verschiedene Längen und Stehzeiten mittels Rinderblut und Wildschweiß gearbeitet. Thank you.
denn? Was, das Rehen? Was ist das denn? Ja. Eieiei. Ja, was ist denn? Was ist das? Was ist das denn? Was? Eieiei. So, hey, so ist davon. So ist gut. So ist gut. Pokazivač. Što se tiče pokazivanja, o toj temi postoji mnogo knjiga. Fein. Ei, 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 ei. So ist er brav. Ei, so ist brav. Sitzen, sitzen, sitzen. So ist fein. So ist brav. Ja. So, wo ist der Bock? Halt! So ist gut. So ist mein Sitzen. 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 Da, 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 da. Ja, 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 ja. So ist das. So ist das. Das, 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 das. So ist das. So. Ei, 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 ei. So ist das. 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 Wenn die Prüfungsergebnisse so ako su oder ovakve ocjene kao u ovoj diplomi, odgajivač i vodič mogu biti izuzetno zadovoljni. Die Voraussetzungen für die Inzuchtnahme der 16 Monate alten Kuja je sa 16 mjeseci sve ispite završila i sada se uzima za uzgoj.
heißt es in der Praxis, sada su se u praksi sakupila sva moguća iskustva za pravi lov.